Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Willkommen zum 22. Tag von Adventskalender. Bald haben wir Weihnachten. 25. Ja? Heiligabend ist 24. Weihnachten ist nicht am 24. Da ist Bescherung, aber keine Weihnachts. Kein Weihnachtstag. Ja, der Streit, der bei in meinem Haushalt seit 30 Jahren stattfindet. Wann ist Weihnachten? Okay, 22. Riechen, schmecken, blamieren. Schauen wir mal, wie gut wir so sind hier. Ja. So. Oh, Single Malt Scotch. Vanillig. Für mich süße. Leichte Holzmomente. Ah, ein bisschen mehr. Wein 0. Getreidig, mehr im Vordergrund. Fruchtig, schön. Oh, der ist gut. Erinnert mich leicht an unser Glengoyne aus dem Ex-Bourbon oder Ex-Hogshead. Floral, ein bisschen mehr. So, torfig. No. Würzig, ein bisschen. Weinartig, nein. Und ich habe keine erkennbare Fehlnoten. Allerdings Senfsaat kam bei mir in meinen Kopf in dem Moment. Nicht gemahlen. Das ist das Merkwürdige daran, ja? So, was ich für Assoziationen habe. So. Genau. Also, sehr stark hier. Süße und Fruchtigkeit. Also, ein bisschen floral. Sehr, sehr schön. 46, 50, 52, ich sag 52%. Gut, dann kommen wir zum Geschmack. Mein Kalibrierungswhisky kam aus Irland, schauen wir mal. Kann auch ein Single Malt aus Irland sein. Glaube ich zwar nicht, aber könnte auch so. Alkohol. Oh, das habe ich gar nicht erwartet. Wow, yummy. Aber, boah, ist der stark. Ich glaube nicht, dass er nur jung ist. Ich glaube, der ist viel, viel Alkohol. Achtung, liebe Leute. Torfig, nein. Oh, wow, Jason kann nicht lesen. So. Also meine Karte sollte eigentlich nach unten gehen. Ich mache ganz schnell eine neue Karte hier. Während wir warten, weil sonst wäre das eine Verfälschung unserer Tatsachen hier. Das wollen wir nicht. Das wäre hier eine Schande über mich und uns. So, wow, ich glaube, ich habe schon 22 Karten richtig gemacht. Und dann endlich habe ich hier mich total verschrieben. So. Das ist das, was ich gezeigt habe. Und das kommt jetzt hier weg, denn das ist das, was ich hätte zeigen sollen. Ich glaube, ich habe bei jeder Person hier tatsächlich mindestens 2 extra Karten reingelegt für den Fall der Fälle, dass man irgendwie sich verschreibt oder irgendetwas. Ich dachte, es war nur nett. Ich habe sowieso irgendwie 500 benötigt, ich habe 600 bestellt. Es war 1,80 Euro mehr und ich dachte, warum nicht? Schöner Abgang. Also ich bleibe bei meiner Süße, allerdings weniger, als ich gedacht habe. Da ein bisschen mehr Würzigkeit. Holzigkeit bleibe ich, wo ich war. Wein ist nicht vorhanden. Getreidig ein bisschen mehr. Fruchtig ein bisschen weniger. Floral auch ein bisschen weniger. Der roch besser, als er schmeckte beim ersten Schluck, um ehrlich zu sein. So, und ich male schon nach einem Schluck. Ah, shame on me. Also eigentlich müsste es verdienen einen zweiten Schluck, bevor ich das hier zu Ende fixiere hier. Aber ich bin irgendwie scharf darauf, die Alkoholstärke nochmal hier zu messen. Oh, aua. Also ich habe gesagt, Mensch, 46, 52 war ich. Nee, der riecht echt nicht. Das ist sowas von schön in der Nase eingebunden. Aber nicht an meine Zunge. Also es hat wirklich hier im hinteren Zungen angefangen zu brennen und brannte bis hier. Also, boah, und das war kein großer Schluck. Okay, einmal ohne Wasser, einmal mit Wasser und dann gehen wir hier durch.
Viel zu viel Alkohol. Wow. Ist es zu stark, bist du zu schwach. Also kriege ich fast Tränen in den Augen her. Okay. Fässern, Ex-Bourbon. Farbstoff, nein. Guck mal, wie hell das ist. Ja, also. Der hellste Whisky war hier. Also, es sieht wirklich was aus. Da ist ein bisschen da. Ich glaube, wir sind Schottland. Mashbill Single Malt. Preis. Wie viel Alkohol haben wir? 58, 62, 64. Merkt ihr, ich habe noch niemals 61 und 63 in Betracht genommen. Ich sage 62%. Fast stark. 62,5 in Amerika. So, Alter. Hat er ein Alter? No Age Statement. Ich glaube, das ist eine Einzelfassabfüllung. Der hat ein Alter. 8, 9. Irgendwo zwischen 8 und 10 Jahre alt, 9. So, Region und Brennerei. Da ist es entweder ein Speyside oder Highland. Und bisher habe ich sehr selten Speyside gesagt. Ich sage einfach Speyside. Es schmeckt nicht nach einem Glenfarclas. Es schmeckt nach einem Glengoyne, habe ich schon einmal gehabt. Ich schreibe einfach Glen für dich auf. Nein, ich schreibe Glenlivet hier drauf. Glenlivet Speyside. Sehr schön. Preis, Einzelfassabfüllung, 62,5%, 9 Jahre alt. Unabhängig abgefüllt. Teuer. 70, 64 Euro. Nun, ich habe Wasser reingetan. Schön. Echt lecker. Mit Wasser gut, ohne Wasser Finger weg. Das ist der Paradebeispiel dafür, dass ich würde immer Wasser hinzutun. Der Fassstärke ist nicht der beste Geschmackserlebnismoment. Und da muss man auch schöne, fruchtige, vanillige, ja, wie heißen die Beeren? Stachelbeermoment, leichte Pfirsichmoment. Also schön fruchtige Moment, Vanille, sehr, sehr gut gemacht. Mit Wasser, das ist ein 3 Plus, ohne Wasser ist es ein 4 Plus. Preis-Leistung für 64 Euro, ich sage ein solide 3. Einzelfassabfüllung, wahrscheinlich 220 Flaschen. So, was haben wir? Okay, 2 08854 und das tragen wir hier ein in unser Whisky Base und wir haben hier. So, ich habe hier von Berry Brothers Rudd Tam Dew. 13 Jahre alt. Abgefüllt 2019? Wie kann es 2019 und 2000 und erst zwei, seit April 2022 bei Whiskey Base erscheinen? Irgendwas verstehe ich nicht. Irgendwo lag das 3 Jahre herum? Okay, gut. 2006 destilliert. Es ist ein Speyside Brennerei. Fassnummer 8007298. Tam Dew from Tam Dew. Distilled and bottled. So, es steht nicht drauf, was für ein Fass es war. So, was haben wir hier? Cask Reference, ba 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 ba. Das muss hier einfach mal ein Ex-Bourbon, ein Ex-Hogshead. Ich sage hier mit Hogshead. So, 62,5. Es ist 65,2. Genau hier verkehrt rum, aber ist auch okay. So, das heißt, ich habe hier, ich bin eine ganze 3, das heißt minus 6. Ich kriege nur 9 Punkte. Ja, Alter, ich habe 9, es ist 13, minus 4. Also, Entschuldigung, minus 8. Also, ich kriege nur 7 Punkte, weil minus 2 pro Jahr. So, Ex-Bourbon, ich gebe mir die ganze 10 Punkte. Farbstoff, nein. Land, Schottland. Speyside, Glenlivet.
Tamdu bin ich nicht gekommen. Wie wenig Tamdu gibt es denn dort aus einem Bourbonfass? Single Malt, ja, und wir sind preislich bei. Also Vic hat den für 90 Euro. Was habe ich bezahlt? 90 Euro. Ist das die teuerste Flasche, die ich hier im Programm habe? Ich glaube ja. Also unser Stowning war 79, unser Ben Nevis war 72. 70, unsere Ellsburn Cozy Winter war 79. Das ist die teuerste Flasche. Die 90-Euro-Flasche. Schmeckt sie nach 90 Euro? Also, sorry, Leute. Also 90 Euro. Wow, 0 Punkte, Jason. Also für Preis. Ja, meine 15, ich wäre bei 79. Das wäre schon teuer, aber hier 89,99 Euro. Autsch. Okay. So. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66 Punkte. Nicht meine Sternstunde hier. Allerdings mit Wasser ist er gut, aber nicht für 90 Euro, Leute. Also da bin ich echt einfach leicht verwöhnt, muss ich sagen. Also 60 Euro für die Flasche würde ich sagen, jo. 90 Euro würde ich sagen, nö. Okay, oh, guck mal hier. Josh aus dem NRW sagt, ich habe die Flasche im Angebot für 68 Euro gefunden und blind gekauft. Das war bisher leider eine der größten Enttäuschungen meiner Whisky-Käufe. Ich hätte nicht erwartet, dass ein 13 Jahre alter Tamdu, der von meinem Unabhängigen abgefüllt wird, so scharf und einseitig sein kann. Dabei gibt es mit dem so ein Paradebeispiel, bei denen es geklappt hat. Also, mit 3 Monate Bottle Maturation, also offene Flasche, viel Wasser und Zeit im Glas wird er immerhin trinkbar. Ich finde auch, auch ohne viel Zeit in der Flasche, also er wird trinkbar mit Wasser und ein bisschen Luft. Ja, aber der ist so was von sprittig, so was von gehässig ohne Wasser, dass ich das gar nicht hier. Genau, er hat 83 Punkte mit Wasser und 75 ohne Wasser. Also, ein bisschen Apfelkuchen habe ich auch, Getreidemalz, süße Walnüsse, weiß ich nicht. Also ist alles okay. A very alcoholic. Was steht hier vom Hector? Sehr alkoholisch mit vielen Upsler-Noten, die mich an junge deutsche Whisky erinnert. Schade, ich mache Tamdu ansonsten sehr gern, aber mit Genuss hat das hier wirklich nicht unbedingt zu tun. Das war sein Kommentar. Wie viele Punkte hat er gegeben? 81. Du kannst einen Whisky mit 81 nicht bewerten, der sagt, das hat nichts mit Genuss zu tun. Das muss eine 61er oder 31er oder 41er. Also 81 ist, sorry, Hector, zu gnädig. Ja, also wenn ich einen Whisky mit 81 sehe, kaufe ich immer noch. Das ist mindestens ein Glenfiddich 12 Moment, ja? So, 15 Leute hat das in der Kollektion. Was, wo, wie, diese Whisky überhaupt denn da? Scheint nur in Deutschland momentan zu sein. Auch nicht lieferbar jetzt hier bei Vic. Intensive Aromen, 13 Jahre Reifezeit jetzt hier in besonderen kräftigen Fassstärke. Also diesen Satz hier. In besonders kräftiger Fassstärke. Ja. Und hier steht auch nicht irgendwo irgendetwas zu wegen jetzt hier was für ein Fass. Ja, ich wollte offenbar euch was Gutes tun. Sorry, habe ich nicht gewusst, dass es nichts Gutes ist. Tamdu aus einem Bourbonfass jetzt hier eine Einzelfass-Rarität war, hätte was Schönes sein sollen. Ich habe zwei Sprüche auf Lage jetzt hier für euch. Die Weihnachtszeit ist ein Gefühl. Doch zugleich auch ein Gewühl. Tag ein, Tag aus ist Hektik da und Silvester ist auch schon nah. Was macht ihr Silvester? Habt ihr schon Pläne? Meine Frau und ich schon. Jetzt die zweite Sache. Jetzt ist Weihnachtszeit. Ich möchte nur noch Fröhlichkeit. So halte an die Zeit, wir feiern eine Ewigkeit. Super, 22. hier Dezember. Nur noch 2 Tage. Dann ist Bescherung. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.